And lumber is bubbling to me. And lumber is bubbling to me. And lumber is bubbling to me. Und weiter geht's. Jetzt ist der da in dem Tempel. Waren wir da nicht schon? Ey, das ist so unpredictable, wo der hinrennt, ne? Finde ich richtig ekelig. Genauso auch die Schwerter. Man weiß nie, wo fliegen die denn jetzt? Auf welcher Höhe fliegen die denn jetzt? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Epileptiker auf LSD, wenn der da an der Wende lang läuft. Nein, verkackt, ey. Oh, okay. Oh. Ah, ich weiß schon. Moment, erstmal nochmal auf sicher, auf Nummer sicher gehen. Ja, muss man tricky sein. Das bin ich. Ohne Zweifel. Einfach mal alles töten. Muss man eigentlich gar nicht, aber... Ach, scheiße. Komm schon. Ja, das war natürlich klasse. Also der Drache scheint keine weitere Energie mehr kriegen zu können. Also das ist wirklich das Maximum, was wir bei dem erreicht haben. Wundert mich ein bisschen. Scheint mir nämlich ein bisschen wenig, aber der Drache ist ja auch relativ stark. Kann sein, dass sie dann gesagt haben, okay, dafür machen wir die Energieleiste halt nicht so heftig. Die explodieren, wenn die gegen eine Wand rennen. Explodierende Skelette. Auch eine feine Sache. Hat auch nicht jeder. Schon wieder der Endgegner. So, jetzt kommt doch wieder was. Ich wollte gerade sagen. Boah! Ne, komm, noch ein Treffer und ich bin platt. Scheiße, mit dem auch. Ja, hat alles jetzt... Die Energie war weg. Da konnte ich nichts mehr mit reißen. Aber jetzt hat der Drache wenigstens wieder volle Energie. Nein, ich wollte jetzt gerade wechseln. Naja, fick.
Komm schon. Ja. Ich sehe Turbofeuer übrigens nicht als Cheaten an. Ne? Es gibt halt diese Joypads, die auch Turbofeuer haben. Und von daher ist das völlig legitim. Bevor jetzt wieder jemand sagt, na, Turbofeuer, das ist aber jetzt... Naja, der Level ging auch schnell rum. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.